So, bei uns Angelo Gattermeier, österreichischer U21-Nationalspieler seit Mitte Juni. Hast deine ersten zwei Spiele gemacht, wurdest berufen. Bist deine ganze Zeit, die du bisher fußballerisch verbracht hast, in der Nähe von Wien geblieben und hast jetzt die erste Station direkt in Deutschland und direkt beim Waldhof gewählt. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie kommt es, dass man irgendwann sagt, Mensch, hier mein halbes Leben, ich meine, du bist oder die halbe Fußballerkarriere, bist jetzt 21, ganz, ganz am Anfang, aber trotzdem immer treu geblieben, immer in der Nähe von Wien und jetzt kommt der Sprung. Ja, es hat sich eigentlich alles dann so ergeben. Natürlich hat man irgendwo immer einen Traum, mal ins Ausland zu gehen, mal dort eine große Karriere zu machen, das ist ganz klar. Und irgendwann, ja, jetzt hat es sich halt gut ergeben, habe im Nationalteam gut performt, habe bei der Admira gut performt und dann habe ich die Chance gehabt, hier zu Mannheim zu kommen und habe mich dann auch dafür entschieden. Genau, jetzt hast du schon erzählt, erst ein Jahr erste Liga in Österreich gespielt, bist dann abgestiegen, bist dann noch in der zweiten Liga da geblieben. Wie ist es vom gefühlten Vergleich oder zum Einordnen, was bedeutet eine dritte Liga für dich? Es ist ja immer schwierig, diesen Quervergleich zu ziehen, gerade nach Österreich, viel kleiner das Land. Klar, ja. Wie würdest du es einordnen? Ja, ist schwierig zu meinen. Also ich sage schon auf jeden Fall, die dritte Liga hier ist auf jeden Fall stärker als die zweite Liga. Zu unserer ersten Liga zum Vergleich ist die dritte teilweise stärker, aber teilweise auch gleich, würde ich sagen, mit ein paar Vereinen. Natürlich große Vereine wie Salzburg, Sturm, die würden hier in der dritten Liga auch richtig gut mitspielen, das ist eh klar. Aber es ist halt auch ein ganz anderer Fußball. Also die zweite Liga in Österreich ist ganz anders wie die erste Liga, aber auch ganz anders wie die dritte Liga hier. Das ist einfach eine andere Spielweise, eine andere Spielart. Und deswegen die zu vergleichen ist ein bisschen schwer dann, ja. Was würdest du denn sagen, wie charakterisiert sich die deutsche dritte Liga? Ja, so viel, also Ligaspiele habe ich ja leider noch keine gehabt, aber so vom Training her würde ich schon sagen, dass spielerisch auf jeden Fall viel Qualität da ist. Aber es geht auch viel übers Kämpferische. Das hat man auch in die Trainings jetzt schon gemerkt. Ich bin dann natürlich gespannt, wie es in der Liga sein wird. Ja, genau, da starten wir ja auch direkt richtig. Ich glaube, das wird kein Spiel, wo es um nur schönen Fußball geht. Das habe ich auch schon von ein paar Teamkollegen gehört, ja. Aber mal schauen, also wir stehen für schönen Fußball hier. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt in die Trainings. Wir wollen immer Fußball spielen. Und deswegen probieren wir dann natürlich München das aufzuzwingen ein bisschen. Ja, jetzt haben wir gerade ein bisschen drüber nachgedacht, wie lange du hier bist. Ist jetzt auch schwierig, weil wir nicht genau wissen, wann das Interview ausgestrahlt wird. Aber wir sagen mal, zwischen 10 und 15 Tagen bist du jetzt hier. Das wird passen. Bist dann aber auch direkt ins Trainingslager mitgegangen, hast also noch nicht allzu viel von der schönen Stadt Mannheim sehen können. Was hast du denn schon sehen können oder was ist dir jetzt direkt aufgefallen? Ja, also am ersten Tag, wo ich hier war, war ich gleich beim Wasserturm dort und dann halt dort Umgebung, Wasserturm, alles angeschaut, die Einkaufsstraße runterspaziert. Schon eine echt schöne Stadt. Ist, würde ich jetzt sagen, Wien, ein bisschen in klein, aber schon im Großen und Ganzen eine schöne Stadt und die Leute auch hier sind wirklich sehr, sehr nett alle. Genau, jetzt bist du ja erstmal wie viele Neuzugänge im Hotel, versuchst aber auch dich hier dann erstmal niederzulassen, eine Wohnung zu finden. Klar, ja. Also ich habe jetzt ein paar Besichtigungen schon gehabt, habe jetzt auch schon eine Wohnung gefunden, wo ich dann ab nächste Woche Donnerstag reingehen werde. Ja, super, Ja. super. Du fühlst dich auf dem Platz, glaube ich, rechts außen am liebsten. Ist das richtig? Ja, rechts oder links außen ist je nachdem. Also am liebsten habe ich es, wenn man auch während dem Spiel mal tauscht mit seinen Flügelkollegen, weil ich glaube, das bringt den Gegner auch durcheinander ein bisschen, wenn dann auf einmal ein anderer Spielertyp wieder dasteht. Aber schon auf die Außenpositionen, aber kann auch auf jeden Fall aus dem Zentrum rauskommen. So wie beim Nationalteam haben wir jetzt mit zwei Zehner zum Beispiel gespielt, war ich dann ein Zehner davon. Also offensiv fühle ich mich eigentlich in jeder Position richtig wohl. Also. Wie würdest du dich beschreiben? Was sind die größten Stärken, die du ins Team oder fürs Spiel einbringen kannst? Ah, ja, wenn ich mich selbst beschreiben würde ich schon sagen, auf jeden Fall trippelstark, eins gegen eins stark, aber auch sehr laufstark. Also meine Laufwerte bis jetzt waren in den Matches immer sehr, sehr gut. Und ich glaube einfach auch, dass ich ein Spieler bin, der gewisse Situationen erkennen kann, die man vielleicht nicht gleich sieht und dann die Mitspieler gut in Szene bringen kann. Okay, schön. Jetzt habe ich ja schon gesagt, du warst sehr, sehr treu, immer deiner Heimat verbunden. Bist nicht wie andere paar Jugendvereine schon gewechselt, um da irgendwas
sag ich mal, nach einem Stern zu greifen oder eine Weiterentwicklung zu haben, hast du sehr wohl gefühlt anscheinend. Bist du so ein Typ, ich meine, du bist 21, ganz, ganz jung, ja. Karriere noch vor dir, aber würdest du dich schon so beschreiben, dass wenn du dich irgendwo zu Hause fühlst, dass du da dann auch lang bleibst? Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Ganze drumherum passt, ist es natürlich so, dass man dann Erfolge mit dem Verein feiern will. Ich war bei der Admira in der Jugend und für mich war immer das Ziel, dass ich mich dann hocharbeite bis zu den Profis. Das war der Traum und habe ich dann letztendlich auch geschafft. Und natürlich waren das sehr schöne 7 Jahre dort. Und ich habe Erfolge, aber auch Misserfolge natürlich gehabt mit dem Abstieg. Aber natürlich, wenn ich mich wohlfühle, wo sage ich schon, ja, ich möchte mit dem Verein auch Erfolge feiern. Und das ist natürlich immer das Schönste, wenn man dann auch einen Erfolg bekommt. Wie bist du hier aufgenommen worden von den Teamkollegen? Ja, sehr gut. Also natürlich ein paar, sage ich jetzt mal, Späßchen gibt es wegen meinem österreichischen Dialekt. Das ist klar, aber im Großen und Ganzen eine sehr nette Truppe. Jeder kann gut mit jedem, jeder hilft jedem. Ein paar Jungs waren auch jetzt bei den Umzügen bei anderen dabei, haben geholfen, haben mit angepackt. Also es ist echt eine richtig gute Truppe und das Mannschaftsgefüge ist echt so, dass man sagt, ja, man könnte jetzt eigentlich davon ausgehen, dass man schon ein Jahr zusammenspielt, so gut verstehen wir uns und das macht das Ganze dann natürlich hier ein bisschen leichter. Ja, ja, super, endlich wieder eine Vorlage. Ich liebe es ja, wenn ihr mir Vorlagen liefert im Interview, dann muss ich mir nicht alles aus meinem Kopf saugen. Umzüge, wer sagt immer direkt, ja, ich helfe und wer hat leider immer einen Termin, wenn umgezogen wird? Da ich noch nicht so lange da bin, weiß ich das noch nicht so. Aber ich habe nur mitgekriegt, Frido war dabei beim Umzug, Tim war dabei. Ja, ich glaube aber im Endeffekt ist wirklich nur, sagen die Jungs nur nein, wenn sie wirklich gar nicht gerade können und einen Termin haben. Aber sonst, glaube ich, hilft wirklich jeder mit. Und ich glaube, da gibt es keinen, der jetzt absichtlich mal sagt, nee, ich kann nicht, weil er keine Lust hat, sondern wir packen wirklich alle miteinander an und das passt dann. Ja. Also, welcher Mann wollte kommen, kam aber nicht. Also ich glaube schon, dass es den gibt. Ja, also ich glaube schon, dass es den einen oder anderen gibt. Aber in der kurzen Zeit kannst du es natürlich noch nicht raus haben. Trainingslager, möchte ich auch noch mal kurz fragen, was war für dich das Highlight im Trainingslager oder was hat am meisten Spaß gemacht? Boah, ich muss sagen, waren viele schöne, lustige Momente da. Also wir haben auch ein Spaßtraining gehabt, wo wir einfach ein paar Challenges gemacht haben. Das war sehr lustig. Dann hatten wir auch den Mannschaftsabend, wo natürlich die ganzen Neuen singen mussten. Was hast du gesungen? Ich habe gesungen ein österreichisches Lied, I Am From Austria. Das ist unsere zweite Nationalhymne, kann man sagen. Okay. Und ja, das war auch ein sehr, sehr lustiger Abend. Aber hat natürlich auch viele intensive Tage gegeben. Und das war dann auch, da ist richtig zur Sache gegangen. War gut zu sehen, die Mannschaft ist voll da und freut sich auf den Saisonstart dann. Ja. Wo bist du, bei welcher Challenge sollte man dich im Team haben? Lattenschießen oder von der Mittellinie ins Tor oder keine Ahnung, was ihr alles macht? Also am stärksten war ich bei der Challenge, da haben wir von, ich sag's jetzt mal, 25 Meter Pass in eine Zone rein, dass der Ball dann dort liegen bleibt. Da sollte man mich schon im Team haben. Lattenschießen leider nicht getroffen, da war ich nicht so gut, aber... Ja, das ist Tagesverfassung. Ja, du, wenn im Spiel die Unterkante der Latte trifft, sag ich mal, das langt ja. Und wenn er ohne Lattenberührung ins Tor fliegt, haben wir auch nichts dagegen. Genau, das kann ich dir schon mal sagen. Ja, super, dann wünsche ich dir viel Gesundheit, noch eine gute Vorbereitung. Ich glaube, so lange haben wir gar nicht mehr bis zum ersten Spiel. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Interview kommt. Ja. Also könnte sein, dass in 3 Tagen schon in München losgeht oder in 10. Genau, das werden wir dann sehen. Ja. Das werden wir dann sehen. Genau, das Spiel ist auf jeden Fall schon terminiert. Dann wünschen wir dir, wie gesagt, viel Gesundheit. Haut noch ordentlich rein und wir freuen uns auf euch. Perfekt, ich mich auch. Danke. Danke dir.